Der Sieg über Superman war nur der Beginn von Aquamans Weg zur Macht. Er vereinte die Ozeane der Welt unter dem Banner von Atlantis, denn Aquaman zeigte großes Interesse an der Kontrolle der Ökologie und Ökonomie des Planeten. Den multinationalen Konzernen der Welt blieb sein Einfluss nicht verborgen und sie wollten seiner Macht ein Ende setzen. Schurken wurden mit großen Summen geködert, um den König von Atlantis erbarmungslos zu jagen und zu ermorden. Aber Aquaman war viel zu populär. Die Bewohner der Welt erhoben sich voller Wut gegen jene, die Aquamans Macht beschneiden wollten. Immer größer wurde die Unterstützung für eine vereinte Welt unter Aquamans Kommando.